kommen wir zu einem anderen Gebiet, wo die Demokratie noch nicht so richtig durchgebrochen ist. Künftig müssen Männer sich hochschlafen, denn oben sitzen Frauen. Nee, keine Angst, war nur Spaß. Die Bundesregierung bekommt nämlich einfach keine Quotenregelung für die Wirtschaft hin. Diese Woche also wieder Power sucht Frau. Warum gelingt da keine Regelung? Die einzige Quote, die ich akzeptierte, ist die Einschaltquote bei Sendern. Dann brauchen wir auch noch eine Davon Quote. Davon lebst du aber, nein. Ne? Ja, Schatz. Nein, Tina, also wir sind nun mal Mädchen und ihr seid Jungs und wir sind bei dem Thema vielleicht ein bisschen empfindlicher als ihr. Wir sind einfach schon ein bisschen weiter. Ja, wir sind einfach aber wir verstehen auch, euch. Aber in welche Richtung? Ja, in die Richtung, schlicht und ergreifend Gleichberechtigung, natürlich bei gleicher Qualifikation. Ich will auch nicht eine Pfeife da sitzen haben wie Christina Schröder, nur weil es eine Frau ist. Ja? Und wenn es über eine Quote nicht sagen käme? Nein, also so sind wir ja auch nicht. Wir sagen jetzt auch nicht nur, wer einer Titten hat, soll er den Job kriegen. Aber wie war das denn? Wahrscheinlichkeit, dass ja, aber selbst wenn sie die hat und selbst wenn sie die qualifizierteste für eine Position ist, dann gibt es ja längst Vorstellungen, dass du das noch nicht mal fragen darfst, dass du geschlechtsneutral Bewerbungsbogen anfordern sind musst. Sind Sie ein Pirat?